Ruder-Ikone Peter-Michael Kolbe gestorben. Im Alter von 70 Jahren ist der Hamburger Peter-Michael Kolbe gestorben. Er war einer der erfolgreichsten Ruderer Deutschlands. Der große Triumph bei Olympia blieb ihm jedoch verwehrt. Der deutsche Ruderverband bestätigte Kolbes Tod am Sonnabend. Kolbe starb in einem Pflegeheim in Lübeck. Zuletzt litt er an Demenz und war nach einem Fahrradunfall im vergangenen Jahr auf Hilfe angewiesen. Kolbe wurde am 2. August 1953 in Hamburg geboren und gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Ruderern Deutschlands. 13 internationale Medaillen in 15 Jahren gewann er und bewies in den 1970er und 1980er Jahren seine Ausnahmestellung als zeitweise bester Skuller. Mit gerade einmal 22 Jahren gewann er am 30. August 1975 im englischen Nottingham seinen ersten von insgesamt fünf Weltmeistertiteln. In die Sportgeschichte gingen aber vor allem seine Duelle mit dem finnen Perti-Kapinen ein. Immer wieder versuchte Kolbe bei Olympischen Spielen die Goldmedaille zu holen, vergebens.